So, hallo, ich begrüße euch wieder zu einem kleinen, ja, Colin reagiert auf seine beiden letzten Maggie Ones, weil die nicht so schön gelaufen sind, wie sie sollten und ich ein bisschen salty bin. Okay, ja, ich habe es etwas schneller eingestellt, also die Geschwindigkeit vom Video selbst ist jetzt etwas schneller, die Stimme ist etwas leiser, ich hoffe, ihr könnt jetzt deutlich unterscheiden, wann ich rede und wann Mr. Idiot redet hier. Wir hatten ihn fast down, das war schon ein bisschen ärgerlich, ne? Das war schon ein bisschen ärgerlich. Okay, die Seife ist in Ordnung. Ne? Also, ich denke, ihr könnt das unterscheiden. So. Ja. Wir fangen mal an. Ich glaube, es gab ein paar Ones, die sind relativ schnell schief gelaufen, ne? Wo man halt am Anfang stirbt. Es ist ja meistens so, dass wirklich so der Anfang muss entscheidend sein und dann geht es halt mal ein Stück weiter und mal nicht. Das ist sowieso schon immer blöd, wenn das so ein Anfang ist, wo man einfach die Items nicht sieht. Ihr seht, bisher habe ich einfach nur die Seife und ich glaube, jetzt hole ich mir wahrscheinlich einen Schlüssel. Holen wir uns einen Schlüssel und dann machen wir einen Abstecher. Sag ich ja. Und da gab es dann die Box of Friends. Ach ja, genau, das war der. Aber vielleicht bekommen wir noch Freunde. Okay. Dann wäre die Box of Friends natürlich hier aufgezogen, auch wieder ganz cool, weil wir dann mehrfach... Ich habe Box of Friends nicht sofort richtig eingesetzt. Mir ist mittlerweile bewusst, wenn ich nichts habe, kann ich es einfach einsetzen und dann kriege ich einen Familiar. Jetzt. Ach, das spawnt mir ein Viech, wenn ich nichts habe. Ah, ich hab's doch gleich eingesetzt. Okay. Gute Erinnerung. Ah, shit. Gute Erinnerung. Ich wollte das Herz einlaufen. Ja, brauchen wir jetzt nicht zugucken. Ich mach halt die Ebene. Ne? Was natürlich ganz cool ist bei Greedier Mode, dass wenn du halt sowas wie Box of Friends nutzt, kannst du es ja mehrfach nutzen. Und entsprechend schön viele Viecher generieren. Weil, ne, da reinrennen macht zwar denen Schaden, aber mir das hier ist ein furchtbarer Kampf gewesen. Es hat einfach ewig gedauert. Ich hätte nicht den Raum verlassen sollen, dann wäre der Ding noch da, der Tourette, ich bin dumm. Es hat einfach ewig gedauert. Also, ich hätte den Raum nicht verlassen sollen, dann wäre der Familie noch geblieben. Aber der hätte jetzt auch nicht so viel ausgerichtet bei den Zweien. Ey, das hat so lange gedauert. Ihr müsst ja euch vorstellen, im Moment ist es ja, ich glaube, doppelte Geschwindigkeit oder so, die ich hier abspiele. Also, das war ein Kampf. Es ist... Oh, das war so langweilig. Guck mal, ich gehe hier vor und es ist immer noch der Kampf. Es hat einfach nicht aufgehört. Das war richtig schlimm. Oha, was ist denn hier mit dem Bild los? Mein Gott, ey. Wenn ich jetzt noch draufgehe, ne, dann habe ich so viel Zeit verschwendet einfach in dem Kampf. Ja. So, der verabschiedet sich. Wiedersehen. Aber wir haben es geschafft. Es war ein dummer Kampf. Wir können gleich noch für 3 Münzen den anderen zweiten Schlüssel kaufen, für den nächsten Itemraum. Dann haben wir den auf jeden Fall auch schon mal sicher. So. Da ist jeder Satan wieder aufgetaucht, der interessiert mich im Moment nicht, die Bohne. Und Herzen können wir in der nächsten kaufen, sollten wir keine bekommen. Okay. Wahrscheinlich hinter dem Raum noch. Oh nein! Okay, puh. Wollte schon sagen, das könnte nochmal kritisch werden. Die haben mich schon mal getroffen, die Viecher. Das wäre jetzt. So, ich lass kurz ein bisschen laufen. Okay, so, gut. Die Box of Friends kann man jetzt ja auch stacken, insofern ist das ganz cool. Ne? Es ist schon wieder krass, ich raste aus. Dass ihr seht, wie es weiterging. Das ist cool. Ja, das ist nicht so. Nicht so. Aber es ist auch nicht das größte Drama. Ja, also, na, das sind unsere nächsten Items. Der Run lief erstmal relativ normal weiter. Ich weiß nicht, warum das manchmal so Fragmente hier gibt, wenn ich vorskippe. War das letzte Mal nicht so. Keine Ahnung, was da kaputt ist. Ich guck mal kurz, ob das Bild übertragen wird. Ja, Bild wird übertragen. Passt. Bist du in der letzten Phase schon? Ich mach mich mal noch ein bisschen lauter, weil ich glaube, sonst hört man mich nicht so gut. So ein bisschen. Aber ich hoffe, ihr könnt unterscheiden, wann ich spreche und wann der Typ da drin spricht. Mit den Turrets ist das ganz cool. Ach, Turrets sage ich schon. Mit den. Ja, doch, ich glaube, es sind die Turrets. Ist es ganz cool gewesen, so die Gegner zu besiegen, weil wenn du ganz viele hast, geht es halt recht fix, wie ihr hier seht. Ne? Die ziehen da ordentlich ab. Also, das ist ganz schön gewesen. Ach nein, ich sehe es ja nicht. Oh, das ist so dumm. Okay. Ja, keine Ahnung, was die anderen zwei gewesen wären. Ich habe halt hier das Holy Shield bekommen. Das Holy Shield ist für den Greed Mode relativ nutzlos, bis auf, dass man damit halt schön in den Stachelraum reingehen kann. Holy Shield ist ganz nice. Aber trotzdem dumm, dass man es nicht sieht in dem Moment. Oh man. Richtig dumm. Richtig dumm. Geht, kann ich eigentlich gratis hier rein, ne? Genau. Ja, also aber jeden Stachelraum besuchen, das ist schon mal wichtig. Mit Maggie ist sind so blaue Herzen ja auch mittlerweile nicht so wertvoll. Also scheinbar priorisiert das die roten Herzen, wenn blaue Herzen da sind. Sammle ich einen, bevor wir kämpfen. Jetzt will ich erst die anderen Sachen durchgucken. Und ja. Ach, das ist ein sehr merkwürdiges Item. Ich mach mal kurz die. Ach, ich erkläre es einfach selber.
Das hat 12 Aufladungen und je nachdem, wie weit man es auflädt, zeigt es verschiedene Sachen an, die man damit spawnen kann. Teilweise kann man dann mit 12 zum Beispiel Aufladungen, kannst dann richtig viel spawnen, aber irgendwie halt auch wieder nix. Klang mir dann nach zu viel Risiko, ah, das hier zu benutzen. Okay, wait a moment, was ist das? Also da habe ich jetzt nachgeguckt und das können wir hier einfach skippen. Nehmen wir das Tiers ab, gehen runter zum HP ab und okay. Gehen in den Kampf. Ich denke, das ist okay. Ja, dann normaler Kampf. Was habe ich da bekommen? Was habe ich da bekommen? Halt, stopp. Okay, cool, Evil Up, ist in Ordnung. Und Abflug. Achso, ja, da habe ich das HP okay, cool, abgenommen. Okay, normaler Kampf, nichts Besonderes. Okay. Eigentlich. Wenn die alle weg, dann können wir uns erstes HP ab oben snacken und dann in den Deal-Kampf reingehen. Und vorher gehen wir noch hier. Aber wobei, stopp, erst gehen wir nochmal zurück, dass das neu lädt. Machen wir mal ein bisschen langsamer, das ist schon ein bisschen arg schnell. Und damit können wir noch was anfangen. So. Wartet mal kurz. Geschwindigkeit, okay. Langsam. Wir haben jetzt erstmal genug, die müssen wir nicht mehr kaufen, das passt also. Snacken noch das HP ab und dann Abflug. Ja, also bei Maggie geht es mir darum, wirklich viele HP abzubekommen. Sollten wir nochmal Münzen zusammenbekommen? Ach, ich hab die Dings. Ja, ich Dummkopf, hab die Turbo resettet. Ah, war dumm, ich hab nicht nachgedacht. Ist ja aber wurscht, der Kampf ist jetzt nicht sonderlich schwierig. Ja, die sprengen sich halt jetzt auch noch selbst mit den Bomben. Also der Kampf ist jetzt wirklich nicht schwierig, zum Glück. Aber wär dumm gewesen, wenn es jetzt ein blöder Kampf geworden wäre. Dann wäre das schlecht. So, mit vielen Herzen geht man natürlich in den Dings rein. Power. Ich kaufe mir jetzt Money ist gleich Power. Das andere lasse ich liegen. Und dann geht's weiter. Dann landen wir hier. Das Schöne ist, hier gibt es gleich die Pandoras Box und wir sind in der Wump- oder Utero-Ebene. Keine Ahnung, jedenfalls gibt es dann zwei Boss-Items, wenn man die einsetzt. Da freue ich mich also schon drauf. Na dann. Nein, da wollte ich nicht reinlaufen. Vollidiot. Dummkopf. Trottel. Da haben wir Halo mitgenommen. Coole Sache. Ach, außerdem haben wir Piercing-Shots bekommen im Itemraum. Ja, und jetzt schaut euch einfach mal ein bisschen hier das hier an. So, ich muss jetzt schnell das Geld sammeln, weil jedes Geld gibt mir Damage ab. Deswegen ist jetzt natürlich jedes Geld jetzt schon wichtig einzusammeln. Ja, man sollte sich dabei aber halt nicht selber treffen lassen. Ach ja. Augen. Okay, das sieht doch schon besser aus. Sagt ihr, und ist fast tot, Hilfe? Was ist passiert? Seht ihr, wie schnell das runtergeht? Ich muss das nochmal zurück. Also, das habe ich schon beim Spielen nicht begriffen, warum ich so schnell die Herzen verloren habe. Guck mal, da sind wir noch fast voll. Ach so, ja, da hat mich so ein... Ja, okay, ich krieg immer ganz Headschaden. Ja, okay. Sag dir, und ist was ja, never mind. Scheiße. Ja, ich wollte gerade sagen, was zum... Ja. Und da war der Run vorbei. Entschuldigung. Kein Pandoras Box für mich. Das war ja kacke. Wieso habe ich jetzt so schnell so viele Herzen verloren? Mist. Neuer Run. Wie immer, ich sammle erst die HP-Ups ein, wenn ich den Kampf beginne, weil ansonsten lädt es die ja schon aus. Und das ist nicht gut. Das geht auf jeden Fall nachher mit. Okay. Also, ganz normaler Run. Wir fangen wieder an. Oh mein Gott. Und sterben. Quasi. Hör halt auf, dich treffen zu lassen, Kerl. Oh mein Gott, ich bin tot. Gleich. Wieso geht... Ja. Wir werden es nicht mehr rausfinden, was ein Fall Space ist. Schade. Lief super. Wieso ging das jetzt so schnell? Was war denn jetzt kaputt? Ja, weil ich halt schlecht bin. Ich hatte nicht das... Oh, okay, das ist wichtig. Das ist wichtig. Mhm. An den Rest komme ich nicht ran. Aber... Ja, normaler Kampf. Da gab es dieses Leprosy-Item. Wird ja eh oft genug getroffen. Wenn man getroffen wird, dass dann Dings losgeht. Sehr schön. Dann gab es hier noch im, glaube im Stachelraum haben wir Gabis Collar mitgenommen, oder war es der Stachelraum? Ich glaube ja. Tschüss. So, dann kaufen wir schnell das Damage ab und dann geht's direkt weiter. Weil, naja, wobei schnell kaufen. Ich denke, ich nutze es dann schon, um hier reinzugehen. Bis ich unten bin, sind die Herzen eh weg. Ja, das war es definitiv wert. Sehr gut, sehr schön. Jetzt gehen wir weiter. Okay. Ja. Jetzt gehen wir weiter. Gucken wir mal kurz, was noch kommt. Schon mal am Start. Curse of Darkness kann man, glaube ich, hier verkraften. Range Up ist okay. Oh, das ist jetzt auch interessant. Das Problem ist, dass wir das nicht halten können. Aber ja. Also, ne, ihr kennt ja die Karte. Muss ich euch nicht erklären, wie sie funktioniert. Ich sehe halt jetzt schon das Problem, dass ich es nicht schaffen werde, das weiße Herz zu behalten, bis sozusagen der nächste Aufladungsdurchgang fertig ist.
und ich dann erst das HP mitnehmen kann. Ich kann es mitnehmen und hoffen, dass es funktioniert. Das will irgendwie nicht getroffen werden, aber sobald ich getroffen werde, ist halt das Herz direkt wieder weg. Und wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Hier wäre wieder die Leber, die ist dann sehr wichtig, die würde ich mitnehmen. Nehmen wir das halbe Herz hier und gehen weiter. Gucken mal, ob wir es hinkriegen, nicht getroffen zu werden und bis dahin die Aufladung haben, um mein HP abzubekommen. Das wäre natürlich schön, aber ich fürchte nicht, dass ich fürchte, wir werden gleich getroffen. Na, warten wir mal ab. Ich meine, ich muss nicht viel durchhalten, ich muss nur ein bisschen durchhalten, ne? Es wäre schon theoretisch möglich. 4 Striche. Aber ich sehe mich gleich getroffen werden. 5 Striche. Eine Runde noch, 8 Sekunden. Eine Sekunde. Oh, yes, wir haben das HP ab. Wir haben es geschafft. Sehr geil. Ja, also. Na, das ist jetzt so meine Strategie. Das immer aufladen. Und jetzt natürlich es dann nochmal fertig aufladen, sodass ich dann in der nächsten Ebene direkt wieder das HP ab bekomme. Ist natürlich praktisch, wenn man weiß, man kriegt viele HP-Ups, dann ist man auch etwas gewillter im Satan-Deal zu dealen. Die Ebene 1 runter mit, dass ich also eine Ebene runterwärts, eins mitnehmen. Wir springen noch ein bisschen vor, normaler Kampf. Und die würde ich auch gerne nutzen. Das war super cool. Er hat den Creep hier gesetzt. Ja? Er hat den Creep, den roten Creep hier gesetzt. Denkt bitte dran. Nein, hofft getroffen zu werden. Und sie spawnen einfach im Creep. Was passiert da oben? Und sind direkt tot. Die sind in dem Creep. Dann spawnt er hier den Creep, den nächsten. Von ihm gestartet und direkt draufgegangen. Oh mein Gott. Die sind in dem Creep von ihm gestartet. Und ich starte den Satan-Deal. Und einfach da. Ah, die starte ich noch nicht. Das ist ja insane gut. Okay. Ach, ich kaufe jetzt erst die Leber, ne? Deswegen nehmen wir die Leber mit. Machen wir mal schön HP ab. Jetzt kriegen wir noch eine. So, ich starte den Satan-Deal. Und der Gegner startet im Creep. Der nächste Creep, der hat die genauso gesetzt, dass die draufgehen. Wie gut ist das denn bitte? Das fand ich lustig. Und das Schöne ist, wir kriegen gleich noch ein HP ab, weil ich natürlich die Karte jetzt so setzen werde, dass sie einfach mit dem weißen Herz in die nächste Ebene gehen. Immer wieder einfach, wie die zweimal jetzt im Creep gestartet sind. Insane. So, jetzt gibt es erstmal Engelraum. Diesmal sehen wir auch was. So. Ich habe die Auswahl zwischen dem Ring um mich rum, der Schaden macht. Ich habe die Auswahl zwischen Fliegen und halt diesem Prisma-Ding. An sich sind es alles coole Items, aber Fliegen, habe ich mir jetzt gedacht, ist eigentlich jetzt im Greedia-Mode nicht so das Geilste und Sinnvollste. Also habe ich mich am Ende für den Ring entschieden. Ich gucke jetzt wahrscheinlich erst wieder 3 Millionen Male nach, was alles macht. Ich habe mich jedenfalls am Ende für den Ring entschieden. So, Karte, bevor ich es vergesse. Und kriegen wir unser HP ab. Sehr cool. Zack. Fantastico. Und aber noch, okay, das sammeln wir gleich ein, bevor wir kämpfen. Das sammeln wir gleich ein. Hui. Einfach nur ein schönes Tier ab. Schmeckt. Okay, Piercing Shots ist eine coole Geschichte. Noch ein. So. Und jetzt gab's hier den Sprinkler. Da ist wieder mein Sprinkler Boy. Mhm. Jetzt gehen wir mal kurz hier durch. Aber jetzt haben wir die Herzen. Jetzt haben wir die Herzen. Gleich mal eins wieder weg. Okay, so viel zu den Herzen, aber man kann es halt nicht riechen. Ich meine, ich kriege ja gleich wieder ein HP ab, ist das in Ordnung, aber ist dumm, ey. Ist das dumm? Aber solange wir nur normale Tränen haben, erscheint mir der Sprinkler nicht so cool. Müssen wir uns überlegen. So, jetzt jedenfalls erstmal in den Kampf stürzen. Ja, ich habe mich auch am Ende dann gegen den Sprinkler entschieden. Eben weil wir haben nur normale Tränen und dann bringt er nicht so wirklich krass viel. Ja, Explosionsdinge werden natürlich nicht reflektiert, das ist klar. Brimstone auch nicht, auch das ist klar. Aber sowas hier zum Beispiel. Immer wenn ihr seht, dass Schüsse lila werden, wird sie reflektiert. So, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir das behalten können diesmal wieder, das Herz. Und es direkt kriegen. Wir werden sehen. Ein Strich. Zwei Striche. Wow,
Drei Striche. Ja, das ist weg. Und ja, das ist never mind. Aber wir kriegen ja eine Aufladung auf jeden Fall hin. Na, die wir dann halt in die nächste Ebene wieder mit. Genau. Also, na, ich krieg's noch einmal aufgeladen und dann behalte ich's halt und setze es nicht gleich ein, damit ich es in der nächsten Ebene einsetzen kann. Ansonsten gibt's zu der Ebene nicht viel zu sagen. Lief relativ normal durch. Wir haben dann hier, haben wir noch irgendwas gekauft? Hab's kriegen wir auch so, da muss ich jetzt nicht noch eins kaufen. Ich habe die Piercing Shots gekauft, okay. Als nächstes müssen wir unbedingt am Damage arbeiten. Ja, wir müssten am Damage arbeiten. Das wäre eine Idee gewesen. Naja. Aber jetzt geht wieder genau auf. Mit dem Deal-Kampf kriege ich dann sozusagen die Aufladung fertig. Und er schießt jetzt so viel Zeug, dass ich das alles reflektieren kann. Wenn ich Glück habe. Ja, weil der Ring reflektiert auch die Schüsse. Aber das wisst ihr selber. Ich brauche das nicht erklären. Ja, sehr schön. Okay. Wir kämpfen weiter und gehen dann in die nächste Ebene. Ach, da kam noch der. Okay, kommt noch der Satan-Kampf. Können wir da noch kurz reingucken. Sollte eigentlich in Ordnung gehen. Die spawnen immer mal wieder ein paar Herzen. Sollte eigentlich passen. Und dann 50-50, wir hoffen natürlich wieder auf enge Räume. Ist klar. Aber damage-technisch sind wir noch überhaupt nicht geil drauf. Ich glaube, er macht jetzt gleich mal einen Abflug. Oh, shit. Vielleicht mache ich jetzt mal einen Abflug. Nein! Okay, jetzt ist nur noch er übrig. Das müsste eigentlich jetzt passen. Weil nur gegen ihn ankam, müsste eigentlich funktionieren. Da mache ich mir keine Sorgen. Weil selbst wenn er dann losrennt, durch den Ring, kann er mir eigentlich nichts. Aber es ist ein eigentlich. Ja, ich dachte tatsächlich, dass es schneller geht, aber wir kriegen ihn. Wir sind zum Glück nicht zu langsam. Das ist das Kritische bei ihm, was passieren kann, dass man zu langsam ist. Aber alles gut. Komm, Engelraum. 50-50. Ach Mann, ich krieg keine 50-50 mehr. Das war leider nix. So. Ich bin ziemlich sicher, ihr seid mit meiner Entscheidung, die ich jetzt hier treffe, nicht einverstanden. Und ich könnte es auch verstehen. Beides Müll. Hat man schon letztes Mal gehabt. Beides absoluter Müll für mich hier. Nichts. Ich glaube, das Buch wäre nicht Müll gewesen. Ich glaube, das Buch wäre schon eine ziemlich gute Sache gewesen. Na, wir haben so viele Herzen. Das Eternal-Ding jetzt noch zu nutzen, die Eternal-Karte... Ich glaube, das Buch hätte mehr gebracht. Seid ihr da jetzt mit mir einer Meinung? Ich denke schon, aber hier habe ich mich, wie gesagt, dagegen entschieden. Okay. Okay, jedenfalls, ich habe mich dagegen entschieden, war aus meiner Sicht jetzt im Nachhinein nicht so klug. Wir gehen weiter, wir sind in dieser Ebene. Let's go. Bis zu 99 Münzen kann ich jetzt tragen. Und jetzt können wir nämlich testen, ob es tatsächlich jetzt mehr Münzen gibt oder nicht, wenn wir jetzt hier spielen. Ob die jetzt auch sozusagen mehr werden oder eben nicht. Okay. Ich überlege nur kurz, ob ich ein Herz dazu kaufen soll, weil wir jetzt keine Aufladung mehr vorher haben. Wird schon gut gehen, wa? Mit bisschen Glück kriegen wir gleich viele Herzen. Oh Junge, die Augen! Mach dich weg, du Scheißvieh. Alter. Ach ja. Oh boy. Ja, ich musste irgendwie da rauskommen. Ja, das war richtig scheiße. Das war richtig Müll. Ein Herz noch. Alter, was hat mich denn jetzt direkt... Wieder ich hab zwei. Doch gerade aufgeladen, direkt habe ich wieder zwei Herzen weg. Hilfe. Ja, wie ich gar nicht mehr mitbekomme, was mir alles trifft. Ist es schon traurig. We have a little problem here. Scheiße. Ja. Scheiße. Und das war der erste Part von zwei Failruns. So, der zweite Part beginnt. Bei Isaac Repentance, wir strugglen gerade ein bisschen bei Maggie mit Keeper.
Gmedia. Und hoffen jetzt mal auf ein brauchbares Item, was sich mit Maggie gut kombinieren lässt. Denn es ist schon ein Problem, dass die Herzen so schnell weggehen. Na, das ist schon kritisch. Ich denke, das sah okay aus. Das ist sehr viel grün. Das war sehr viel grün. Das ist okay. Oh, Schande. Es war zwar sehr viel grün, aber es war auch ein HP-Down. Ja, nö. Dann einmal direkt resettet. Da habe ich schon keine Lust mehr gehabt. Nicht. Okay, das Knochenherz füllt sich vermutlich, aber wird genauso wahrscheinlich aufgelöst. Ach. Das ist doch alles doof. Da ist ein HP ab. Das ist gut. Aber ich habe jetzt schon wieder keine Möglichkeit, das Knochenherz zu füllen. Das heißt, der erste Treffer. Und das war's mit dem Knochenherz. Mit ein bisschen Glück kriegen wir es jetzt hier für... Oh, schade. Wait, kann ich? Ich meine, es ist nur ein halbes Herz. Aber es ist besser wie nix. Und ich könnte so das Knochenherz füllen. Sehe ich das richtig? Und jetzt kommt was, das habe ich erst nicht verstanden. Jetzt im Nachhinein verstehe ich's. Sie hatte diesen Effekt, dass sie sich stärker heilt. Und deswegen ist aus einem Knochenherz sind jetzt zwei... aus Knochen. Aus einem, rotten, also verrotteten Herz sind jetzt zwei geworden. Das habe ich erst nicht verstanden. Jetzt habe ich es mittlerweile kapiert, warum das so ist. Oh, wait, what? Das waren zwei. Das eine? Und jetzt ist mir was aufgefallen. Habt ihr das gesehen? Das eine rotten Hart hat dafür gesorgt, dass, ich jetzt mehrere... Wait, das ist gar nicht mal so dumm. Das eine Rottenhart hat dafür gesorgt, dass mehrere Rottenharts kommen. Jetzt ist aber weg. Jetzt ist aber weg. Nein, ist es eben nicht. Die Rottenharts bleiben. Es priorisiert jetzt die anderen Herzen. Seht ihr, was ich sehe? Was genau macht er denn da oben weg? Hä, der umgeht die rotten Harz. Die rotten Harz werden nicht gelöscht. Ja, also die bleiben. Und die anderen roten Herzen werden dafür dann angegriffen. Haben wir festgestellt, haben wir was gelernt. So. Dann gibt's hier den Lemon Juice. Das ist halt jetzt erstmal ein Spacebar-Item. Das ist kein gutes, aber es ist jetzt halt erstmal ein Item mehr. So, ja, so ist es. Kann man machen, okay. Dann Stachelraum. Ah, shit. Ja, tschüss, Knochenherz. Das war komplett lost. Ja, das war dumm. Da ist das Knochenherz draufgegangen, weil ich nicht nachgedacht habe. Das war komplett lost. Nein, ich hab's versetzt. Ich wollte es woanders hinsetzen. Naja, ist jetzt... Lemonade ist jetzt kein krasses Item, aber es ist jetzt auch nichts, wo man sagen kann, man braucht es gar nicht. So, weil man... Ja, ich weiß nicht, warum ich da als Lemonade verteidige. Es ist, man braucht es eigentlich nicht, aber es ist zumindest kein Müll-Item, wo man sagen kann, hat überhaupt keinen Nutzen. Es hat einen gewissen Nutzen. Okay. Der One läuft normal weiter. Weißt du, die Ebene läuft vor allem normal weiter. Wir spielen den Satan-Raum frei, gehen natürlich nicht rein, damit wir beim nächsten Mal den Satan-Raum haben. Okay, nächstes. Oh, nice. Tiers Abnehmer noch mit. Habe ich gar nicht gesehen, dass das aufgetaucht ist. Schöne Geschichte. Okay. Jetzt krallaute mir natürlich auch die blauen Herzen, aber was soll's, ich kann es nicht ändern. Okay, Schlüssel haben wir jetzt leider nicht für die nächste Ebene, weil ich das Tiers abgekauft habe, aber das Tiers ab war mir wichtiger. So. Okay, HP abnehmen wir zum Schluss mit. Ganz kurz einmal gucken, ob wir schon einen Schlüssel bekommen können. Ansonsten gehen wir direkt in den Kampf. Weil ich halt gerade. Ich krieg einen Schlüssel, alles gut. Oh, das Geschenk müssen wir kaufen. Das Geschenk müssen wir kaufen und im Itemraum einsetzen. Lass mich in Ruhe. Drecksvieh. Das Geschenk müssen wir kaufen, das sagt er. Und das Geschenk müssen wir kaufen. Die Post. Der macht jetzt das gleiche wie beim Rottenhart übrigens. Ja, da ist mir aufgefallen, dass wenn rote Herzen da sind, scheint er die zu priorisieren und die anderen werden erstmal nicht abgezogen. Die verliere ich also nur durch echte Treffer. Was ich aber natürlich auch ganz gut kann. Der priorisiert die roten Herzen. Ja, okay. Ich verstehe. Wenn man rote Herzen hat, priorisiert er die. Und ansonsten geht er halt auf den anderen Kram. Genau. So habe ich es zumindest verstanden. Ich denke, so ist es auch.
Okay, ran läuft weiter. Nichts Spannendes, Bosskampf und so weiter. Das Übliche. Das sind so schnell weg, die Herzen. Oh, fuck. Okay, zum Glück. Ich war zwar fast tot, aber okay, das Übliche. Okay, Tierstab oder Geschenk? Geschenk kann halt Müll sein. Hier weiß ich, dass es gut ist. Ja, deswegen habe ich mich dann für das Foto entschieden. So, wir hoffen jetzt auf... was heißt wir hoffen? Wir kriegen jetzt einen Engel-Deal, aber wir müssen natürlich den Kampf erst schaffen. Aber der Kampf sollte machbar sein. Also der Kampf sollte jetzt wirklich machbar sein. Damit ist es Glück, dass wir die Gegner bekommen haben. Sollte er. Eigentlich sollte man da ohne Schaden durchkommen. Na, zu langsam. Aber war gut, das Herz gekauft zu haben, weil mit einem halben Herz hier in den Kampf reingehen ist auch nicht die beste Idee. Aber ich bin halt wieder ich. Wow. Treffer 1, Treffer 2. Hoppala. Ja, hoppala. Wieder ein halbes Herz. Ich werde doch nicht noch Abflug machen. Ich wäre fast draufgegangen. Echt schlecht. Ich bin auch gerade wieder zu inkompetent an Herzen ranzukommen, ne? Mhm. Ich traue mich nicht hinzugehen. Und wenn ich mal rankommen könnte, dann nehme ich... Wisst ihr, was lustig wäre, wenn jetzt im Engelraum einfach lila Feuer wäre und ich einfach tot bin in dem Moment, wo ich reinlaufe? Wow! Okay. Wie ich mich angestellt habe bei dem Boss, ist es echt traurig. Gegen Feuer bin ich schon mal gewappnet. Oha! So. Es gibt das Schild und es gibt die Leiter. Ich wieder ewig am Rumüberlegen, entscheide mich am Ende für die Leiter in der Hoffnung, dass ich da halt coole Items kaufen kann. Das heißt natürlich, wir müssen die Münzen sparen, nicht im Shop ausgeben, damit wir am Anfang der Ebene die Leiter nutzen können. Sollte man meinen. So. Nehmen die, die. Oh, ich merke gerade, ich kann einfach mit den Space. Oh mein Gott, ich kann mit den Pfeiltasten rumspulen. Oh mein Gott, ich muss nicht, ich bin dumm. Ich muss nicht die Dings drücken, ich kann mit den Pfeiltasten vorspulen. Oh, das ist so viel angenehmer. Ich dürfte dann hier in den Shops nichts mehr kaufen und immer erst warten, was der Engelshop mir bietet im nächsten, beim nächsten. Habe ich gerade schon erklärt, Ron. Das Herz kann auch aufladen. Ich meine, klar. So, und jetzt habe ich die Leiter genommen. Sicherheit. Ich hätte es hier wahrscheinlich. Das heißt, wir kriegen im nächsten, in der nächsten Ebene die Leiter am Anfang. Wir haben natürlich jetzt kein Geld, mit dem wir das nutzen können, aber wir gucken natürlich, was es gegeben hätte. Klar, ich kann jetzt hochgucken und mich ärgern, dass ich es nicht kaufen kann. Ja, ich hätte es gerne gekauft, aber was nicht ist, ist halt nicht. Das hätte ich mir schon gerne gegönnt. Schade. Das hätte ich dann übrigens mir die nicht kaufen müssen. Hier gibt es wieder ein HP ab drin. Das ist ganz wichtig. Und hier gibt es effing Mitre. Ach, nicht Mitre. Habit. Habit. Habit, gute Item. Denn wärst du getroffen, lädst du jammhart auf. Gute Item. Oh nein, das auch. Eigentlich müssen wir beides kaufen. Eigentlich müssen wir beides kaufen. So viel zum Geld für den Engelraum. Scheiße. So viel zum Geld für den Engelraum. Das ist natürlich schon wieder blöd jetzt. Also, lass mal den Kampf mal durchlaufen. Ich stelle mich wieder an, wie sonst was. Aber zum Glück kriegt man eher Herzen zurück. Wir müssen erst den Schlüssel kaufen. Es ist scheiße, weil ich jetzt die Sachen nicht da mir habe. Mann! Aber ich muss hier reingucken. Hätte ich nicht extra brauchen, kaufen brauchen, die Pockets. Erstmal nützt es mir nichts. So. Da hätte ich ihn einfach den Itemraum sparen können. Wichtig. Wichtig und richtig. So, dann Kampf. Ich stelle mich wieder an. Man kennt's. So viel Shit hier am Bienen. Guck mal ein bisschen zu. Scheiße. Bruder. Wir gehen erstmal loswerden. Wenn der andere geht, dann klar. Wenn der da weg ist, ist es in Ordnung. Boah. Nice. So, das müsste jetzt eigentlich laufen. Nein, 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 nein. So habe ich nicht gewettet. Mach Abflug jetzt. Das kann Hat er noch keine Lust gehabt, einen Abflug zu machen? Mach Abflug jetzt. Das ist immer noch kein Abflug. Yes. Oha.
Mach Abflug jetzt. Das ist ein Abflug. Shish. Also als erstes Habit. Habit ist wichtiger. Habit ist wichtiger als alles andere hier. Ab dafür. Oh Mann. Oh, die Alter, mir die. Das wäre alles so geil, die Batterie noch dazu. Also Habit plus Autobatterie, da ja auch, wir wären einfach unbesiegbar. Ja, das eigentlich müsste das eine super gute Kombination aber sein, ne? Das wäre die Kombination. Aber ja, wie gesagt, ab jetzt. Muss ich den Kampf erstmal überstehen. Wird jeder Treffer dafür sorgen, dass sich das Yamhat schneller auflädt und das Lemon-Ding auch. Sehr schön. Haben wir schon eigentlich getroffen, oder muss erst das Herz wegmachen, ne? Nein, ich muss erst das Herz wegmachen. Dann erst die Maske. Oh! Gut. Ja, der hat mich ganz schön rangenommen. Die Maske. Ganz schön fix. So, jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los hier. Also die Maske, ne? ihr merkt selber, die. Ich komm nicht klar. Doch, er reagiert auch. Komm einfach nicht klar. Also machen wir es über die Lemon Juice Geschichte. Oh, meine Herren, ey. So. Ich spoiler kurz, ich kaufe beides. Denn dieses Item sorgt dafür, dass. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Wir hören einfach zu. Ah. Was ist denn das linke? Das rechte meine ich natürlich. Was ist denn das rechte? Cambion Conception. After taking enough damage, you will gain a permanent Demon Familiar. Possible Familiars include bla bla bla. Wenn ich genug Schaden genommen habe. Einer kommt nach 15 Hits, der andere nach 30 Hits. Ja gut. Ich meine, man könnte es kombinieren. Ich nehme ja ein paar Hits dadurch, dass ich diesen, wenn ich diesen Hack-Effekt verwende, ne? Könnte man das eigentlich machen? Das ist das Lilith-Item, ich verstehe. Könnte man eigentlich machen, wir haben genug Herzen. Wäre mal eine Idee. Mal ein Problem. So. Geldtechnisch ist kacke. Ich werde jetzt auch einen Schlüssel kaufen, damit wir in den nächsten Shop-Item rein können. Ich weiß, jetzt können wir wieder die Treppe nicht nutzen. Es ist halt so. Kann es nicht ändern. Ja, na, da holt man sich die Treppe und nutzt sie nicht. Ich will gar nicht wissen, was da oben ist. Wobei, gibt es vielleicht irgendwas, was man. Muss man was kaufen oder? Ja, man muss was kaufen. Okay, aber zum Glück wäre es nichts Brauchbares gewesen. Ist okay. Damit kann ich leben. Wenn sowas ist, damit kann ich auch leben. Das kann man auch einfach mitnehmen. Du Scheißvieh. Das kann man auch einfach mitnehmen. Da gibt es dann eine. Ja, das sammeln wir gleich ein. Vorsicht vor dem Feuer. Itemtechnisch würde ich jetzt hier nichts kaufen. Das heißt, diesmal können wir wirklich einmal unser Geld behalten. Das ist doch schon mal was. Also, wir werden hier alles Geld behalten, nichts weiter kaufen und ich kann ein bisschen vorspulen wieder. Achso, ich kann ja mittlerweile mit dem Pfeiltasten vorspulen. Ha. Ah, ich hab die Yamhat vergessen. Ups. Wo sind meine Wir kämpfen also. Oh, du schon wieder die Maske. Mach jetzt ja. Ab jedem Treffer können wir drei. Geil. Aber mittlerweile, ne, wenn wir getroffen werden, können wir das Yamhat einsetzen. Nichts, und das ist schon ziemlich gut. Yo! Und wir sind hier genau richtig. Wir sind hier in. Ah, ich muss es hier einsetzen, sonst ist mein Guppy weg. Wir sind hier einfach goldrichtig. Wir kriegen nämlich zwei Boss-Items dafür. Oh, direkt einen Schlüssel, den ich nicht mehr. Klingt alles geil, gut, ne? Geil. Okay, sehr cool. Einfach mal nachgeschaut. Ja, jetzt wird die Treppe hoch. Dann jetzt Treppen, Engelraum. Ich entscheide mich für Trisagion. Weil Trisagion einfach Liebe ist. Den kombinieren. Hier noch eine Münze. Dann nehme ich das jetzt mit. Ja, ist okay, nehmen wir mit. Familia ist Familia. Pillen. Ich liebe. Oh nein. Ach ja. Das war lustig. Speed up. No. Speed down. Ich liebe das. Du freust. Ey, weiße. Du freust. Das ist so geil. Es ist so geil. Oh nice. Ich darf mir eins raussuchen. Stimmt. Genau, ich habe ja Store Credit eingesammelt, deswegen sind alle Items kostenlos, bis man sich das erste schnappt. Ich entscheide mich für das Damage Up, also den Armreif. Ich wundere, warum ich das gemacht habe, ne?
Ich hatte jetzt nämlich Bedenken, dass die Rotten Harz vielleicht dann Müll machen mit meinem richtigen Herz. Jetzt sind sie weg, Gott sei Dank. Jetzt sind sie weg, jetzt ist alles okay. Ah, ich muss mit ihm in meinem Brimstone-Typ ja angreifen. Ich spur ein bisschen vor. Ehrlich sind, ne? Alle ah, da mal Satan-Kampf bekommen und bekommen Krampus Rage. Ehrlich sind, ist das gutes Item. Als jetzt die in der Variante gutes Item, weil es sich halt immer wieder schnell auflädt. Das Ding jetzt überhaupt? Alles gut, es ist auch noch ein Tiers-Up. Es bringt mir definitiv was. Und da gab es dann dieses Rosary-Viech. Ich hab nichts gesagt, ich hab gar nichts weniger. Jetzt wieder runter, mal mit. Oh. Und wir sind mittlerweile in der Shop-Ebene angekommen. Na, letzte Ebene vorm Ende. Also, das ist schon cool. Ja, der Rage ist schon cool. Kann man nichts anderes. Aber, oh shit. Also ich muss halt aufpassen auf meine blauen Herzen, weil wenn ich... Und schaut euch meine Herzen an. Wir haben richtig viele Herzen. Wir haben richtig viele Herzen. Aber solange ich rote Herzen habe, gehen halt die blauen von selbst nicht weg, nur wenn ich getroffen werde. Also liegt es wirklich an mir. Auf die blauen Herzen drauf. Ja, so viel dazu. Aber wir verlieren sie halt auch schnell. Alle blauen Herzen? Ja, okay. Weißes Herz ist weg. Es war ein Versuch. Es war ein Versuch. Oh nein, der zieht mir Geld ab, der Drecksack. Hör auf mich zu treffen. Hör auf mich zu treffen! Da bin ich richtig sauer geworden. Es hat mich so gestresst, dass ich einfach Geld verliere durch jeden einzigen Scheißtreffer, ey. Ich bin so sauer geworden. Ich glaube, man hört es gar nicht raus. Oh nein, der zieht mir Geld ab, der Drecksack. Hör auf mich zu treffen. Hör auf mich zu treffen! Alter. Das ist Mist. Yo, so viel Geld verloren. Ich wollte doch die Spritze kaufen noch. Ich meine, wir kommen an die Spritze ran, aber es ist echt ärgerlich. Wie viel Geld ich da jetzt wieder liegen lassen. Durch die Treffen von dem Drecksack. Entschuldigung. Warum? Mehr Mist. So, dann mache ich hier den Kampf. Alles cool. Ich bin echt kritisch jetzt, was ich da getrieben habe. Menschenskinder. Wir haben noch zwei Herzen. Ich kaufe mir die Spritze. Kinder. Alles cool. So. Also. Spritze. Und oh, das wäre jetzt auch nochmal nice. Kriegen wir das Geld noch zusammen? Ist jetzt die Frage. Hier ist jetzt noch ein Damage plus HP ab aufgetaucht. Das wäre halt auch nochmal richtig nice, das zu haben, ne? Gerade. Oha. Jetzt kriege ich noch die Penny Tears. Auch cool. Oha. Oha. Jetzt könnte man ja meinen, vielleicht kriegt man das Geld noch zusammen. Wir haben ja noch eine Ebene vor, nicht eine Ebene, aber wir haben ja noch eine Phase vor uns. Wir können noch den Satan-Deal kämpfen. Oha. Nochmal Damage up. Nice. Mit ein bisschen Glück kriegen wir das Geld zusammen. Mhm. Mach mal normale Geschwindigkeit jetzt. Und wir schauen uns das einfach in Ruhe an, was hier passiert. Ich sag nichts dazu. Sind hier noch Viecher? Nein, aber... Okay, wir gehen in den Kampf. Das ist also der Typ da. Mal vier. Oha. Und einfach kleine Geister. Also die von ihm. Also es ist im Prinzip der Typ mal vier. Einfach, das ist alles. Der Typ mal vier ist es. Ich habe zwei Herzen. Wow. Ich habe ein halbes Herz verloren. Ich habe noch eineinhalb Herzen. Ganz viele davon. Ich laufe in den nächsten rein. Ich habe noch ein Herz. Yamhat ist noch nicht aufgeladen. Ich kann es noch nicht einsetzen. Der nächste läuft in mich rein. Halbes Herz. Yamhat wäre einsatzbereit. Ich hab den Finger schon auf Q. Und laufe in den Creep. Ach, Creep, in die Blutspur. Ich wollte gerade Q drücken. Nein! Ich wollte gerade Q drücken. Das war's leider komplett. That's not true. Ich bin mir sicher, mit diesem One hätten wir es geschafft. Hubbit und Krampus Rage, so, du wirst getroffen, du lädst dich auf. Es hätte funktionieren können. Es hätte funktionieren können. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, es hat leider nicht funktioniert. Oh, come on. Naja, dem jammernden Conan müssen wir jetzt nicht noch zuhören. Hoffen wir, der nächste Part läuft besser. Ich habe jetzt diese beiden Fail-Runs für euch zusammen wieder gefasst. Ich denke, da habt ihr das Wichtigste mitbekommen.
Und ich hoffe, so war das einigermaßen erträglich, als wenn es jetzt wieder 2 Tage nur kein Vorankommen ist. Ich mag das nicht. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal der nächste Versuch für Mackie. Hoffentlich mit mehr Erfolg. Tschüss.